Die große Frage der Klimaveränderung. Sascha Lobo, ich habe das vorhin zitiert, hat gerade dieser Tage darüber geschrieben, diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass wir eigentlich kaum in der Lage sind, sozusagen mehr als ein Fiasko zurzeit gedanklich und emotional abzuarbeiten. Zunächst mal nur kurz die Frage, warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass dieser Nachrichtenzyklus, in dem wir sind, so redaktionelle Medien, vor allem auch soziale Medien, so schnell geworden ist, dass uns etwas fehlt. Und ich finde das gut. Ja, das hat ganz viele positive Aspekte. Aber uns fehlt die Fähigkeit, nachhaltige Aufmerksamkeit zu generieren. Das bedeutet, so eine gigantische Krise wie die Klimakrise, die braucht eigentlich eine Form von ständiger Aufmerksamkeit. Und unsere gesamte Medienlandschaft und auch leider zum Teil die Köpfe der Menschen, die sie verwenden und die sie machen, die haben noch nicht voll durchdrungen, wie können wir nachhaltige Aufmerksamkeit generieren. Und das ohne Alarmismus. Ne? Das nicht jeden zweiten Tag muss irgendwas explodieren oder irgendein Gletscher implodieren, obwohl das wahrscheinlich der Fall ist, damit wir dann wieder die Aufmerksamkeit drauf richten. Das ist ein Problem, was ich glaube, was wir lösen können, aber wir müssen es angehen, weil öffentlicher Druck ganz dringend diese Aufmerksamkeit braucht, das Korrektiv des öffentlichen Drucks. Mhm. Und auch die Politik braucht regelmäßige Erinnerungen an bestimmte Haltungen in der Öffentlichkeit. Und die sind mit einer Beharrlichkeit eines Themas verbunden, die uns im Moment leider häufig fehlt. Beharrlichkeit ist das Stichwort für Herrn Latif. Der macht das seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten, um genau zu sein. Wie frustrierend ist das, Herr Latif, wenn man sieht, sozusagen, wie immer wieder andere Dinge plötzlich wichtiger sind, aber eigentlich liegt hinter allem dieses eine große Thema, über das wir reden müssen. Absolut frustrierend, das muss man sagen, aber es ist natürlich auch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Das Klimathema ist übrigens nicht das einzige Thema. Ich möchte mal an das Artensterben erinnern. Das ist ein Riesenthema, was da eben auch im Hintergrund läuft und was eigentlich so gut wie keine mediale Aufmerksamkeit hat. Klima hat ja zumindest eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, aber andere Probleme haben so gut wie gar keine. Ja, wir sehen es immer wieder. Sascha Lobo hat es ja gerade gesagt. Das Thema Klima kommt hoch und dann verschwindet es wieder, weil scheinbar etwas wichtiger geworden ist, aktuell. Und ich habe so viele solche Ereignisse erlebt. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel nennen. 2007 hat ja Al Gore den Film Eine unbequeme Wahrheit gedreht, hat eine weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Im gleichen Jahr hat der Weltklimarat seinen vierten Sachstandsbericht vorgelegt und beide, der Weltklimarat und Al Gore, haben dann den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, was für eine Sache, was für eine weltweite mediale Aufmerksamkeit. Und was kam dann? Lehman Brothers, die Finanzkrise, anschließend die Weltwirtschaftskrise und das Thema war weg. Ja, für viele, viele Jahre war es einfach weg. Dann kam es wieder so allmählich hoch. Wir hatten dann auch Fridays for Future, Greta Thunberg, die Europawahl ging für die Großkoalitionäre krachend verloren. Ja? Und auf einmal ging es dann schnell mit dem deutschen Klimaschutzgesetz. Ja? Und was passierte dann? Kam Corona. Genau. Und schon war das Thema wieder weg. Jetzt kommt es wieder langsam hoch. Genau. Aber noch ein Satz. Wir sehen ja, dass trotzdem die Entwicklung weitergeht. Und das sehen wir aber immer nur sporadisch, weil dann passiert wieder was. Ja, das kommt letztes Jahr beispielsweise. Ne? Aber dann ist die mediale Aufmerksamkeit wieder weg. Und deswegen müssen wir tatsächlich Wege finden, irgendwie das beständig, einen beständigen Aufmerksamkeitslevel zu erreichen. Und ich glaube, wir müssen dichter an die Lebenswirklichkeit der Menschen ran. Und das schaffen Sie sagen, in Ihrem jüngsten Buch, unsere Zeit läuft gewissermaßen ab. Genau. Countdown heißt das, glaube ich. Das heißt Countdown, weil die Zeit läuft wirklich ab. Man kann ja tatsächlich... Wenn Sie diese Bilder, die Bilder vielleicht können wir die einmal kurz zuspielen, aus Indien zum Beispiel. Ja, ich will das mal erklären, warum die Zeit abläuft. Ja, das hat damit zu tun, dass es ein bestimmtes, bleiben wir mal beim CO2, ein bestimmtes CO2-Budget gibt. Das sind so und so viele Tonnen. Und die können wir ausstoßen, bis wir die 1,5-Grad-Marke reißen. Und dann ist das Budget ein bisschen größer. Bis wir die 2-Grad-Marke erreichen. Das sehen wir, wie Menschen gekühlt werden. Unfassbar. Das sind Temperaturen, die können wir uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. 50 Grad. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen noch arbeiten. Ja. Also hier, wir leiden, glaube ich, schon bei Temperaturen über 30 Grad. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, noch mal fast 20 Grad mehr und Sie müssen arbeiten. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und was ich immer wieder gesagt habe, ist, und wir sehen es ja in einigen Regionen der Erde schon,
wir laufen Gefahr, dass einige Regionen wirklich unbewohnbar werden. Weil nochmal, wir stehen am Anfang der Erwärmung, der globalen Erwärmung. Wir reden jetzt über gut 1 Grad. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ja, dann landen wir bei 3 Grad, 4 Grad vielleicht. Mhm. Und das Ganze hat ja Auswirkungen für Ernährung. Das Ganze hat Auswirkungen für Trinkwasser, das Ganze hat Auswirkungen in Form von Migration, das Ganze hat dann eben auch Auswirkungen auf die Weltsicherheit und natürlich auch auf die Weltökonomie. Ja? Und ich glaube, die Klimakrise wird eigentlich maßlos unterschätzt. Man glaubt immer, das ist etwas, was man so im Vorbeigehen lösen kann und was man irgendwie hinkriegt. Nein, wir werden es nicht hinbekommen, wenn wir nicht radikal umdenken. Wir haben gerade diese Bilder aus Indien gesehen. Ich glaube, Sascha Lobo hat in seinem letzten Text darauf hingewiesen, dass an der Oberfläche, also Luft ist das eine, 50 Grad, aber an der Oberfläche Boden, 60 Grad. Ja, ja. Das heißt, da wächst doch nichts mehr. Nee, da wächst nichts. Weizenanbau und so weiter, genau, das können Sie genau vergessen. 60 und, Grad plus. Wir sehen es ja auch schon bei uns, die Landwirtschaft leidet. Wir reden heute hier, die Bilder aus Paderborn, vielleicht können wir die mal kurz zuspielen. Genau, die Landwirtschaft was ist da passiert? Leidet. Wir reden jetzt schon über Waldsterben 2.0. Die andere Seite der Medaille, die sehen wir eben hier jetzt. Ja, in Ostwestfalen sind 3 Tornados bestätigt. Ja, so früh im Jahr, das muss man auch noch mal sagen. Ja, genau, wir haben Frühling, wir haben ja gar noch nicht mal Sommer. Wir haben Frühling, wir haben solche wahnsinnigen Wetterextreme. Natürlich kann man jetzt immer sagen, und die berühmten Skeptiker, die tun es auch, hat es doch immer gegeben. Ja, aber die Häufigkeit und die Intensität, die nimmt eben zu. Und das ist eben das Typ, was wir erwarten durch die globale Erwärmung, durch den Klimawandel. Und es ist wirklich krass. Und da muss man auch sagen, es gibt auch Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich höre dann immer, ja, da muss man sich irgendwie anpassen. Ja, natürlich müssen wir uns anpassen an das, was wir nicht mehr verhindern können. Aber wir können uns nicht an alles anpassen. Das zeigen ja diese Bilder gerade unheimlich deutlich. Und noch eins, und dann kommen wir wieder ein bisschen an den Anfang der Diskussion, es gibt auch Grenzen der Finanzierbarkeit. Wir werden nicht immer alle Schäden irgendwie begleichen können. Und stellen Sie sich mal den sozialen Sprengstoff vor, wenn wir wieder so eine Flut haben wie im Ahrtal letztes Jahr. Und der Staat muss dann irgendwann sagen, sorry, ihr habt zwar alles verloren und es tut mir leid, aber ich kann euch nicht mehr helfen. Ja, es gibt Grenzen der Anpassungsfähigkeit und es gibt Grenzen der Finanzierbarkeit. Und was wir erleben, das sind eben als einzelne Ereignisse Wetterphänomene, aber in der Summe ist das einfach die Klimaveränderung. Ich möchte versuchen, noch mal einen positiven Aspekt mit reinzubringen. Weil so katastrophal das ist, gibt es von der medialen Seite durchaus eine Art Hoffnungsschimmer. Und wir haben in den letzten eigentlich Jahren, auch während der Pandemie, gemerkt, wie wirkmächtig Debatten sein können. Also wie stark Kommunikation eingreift in die Politik beeinflussen kann. Ich meine, ich schätze Herrn Lauterbach wirklich sehr, der ist fachlich höchst kompetent. Aber es gibt 2 Gründe, warum er Gesundheitsminister ist. Der erste ist Markus Lanz und der zweite ist Twitter. Die beiden Pole haben einen öffentlichen Druck hergestellt. Ist ja auch gar kein Geheimnis, ist völlig, finde ich, völlig in Ordnung. Aber diese beiden Pole, medialen Pole, haben einen Druck hergestellt, der dazu geführt hat, okay, wir haben jetzt Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister, weil die Leute den Eindruck haben, die kriegen das in den Griff. Das zeigt mir, die Macht, die in der Debatte steckt, ist größer als je zuvor. Wir müssen jetzt bloß noch versuchen, diese Macht der Debatte genau in diese Richtung zu lenken. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich bin sehr froh, dass zumindest vielleicht eine Möglichkeit besteht. Ja. Vielleicht können wir heute einen kleinen Ansatz dazu versuchen. Multiplativ sagt, mit diesem Klein-Klein kommen wir nicht mehr weiter. Genau, das ist völlig richtig. Wir brauchen systemische Veränderungen. Ja, so. Das heißt also, wir können mit ein bisschen weniger Auto fahren, ist das nicht getan, mit ein bisschen weniger Fliegen ist das nicht getan, sondern wir müssen komplett umdenken. Wir müssen Energie komplett neu denken. Wir brauchen wirklich eine Energiewende, nicht nur Deutschland, brauchen eine globale Energiewende. Ja, das müssen wir auch immer wieder im Kopf behalten. Das ist ein globales Problem, das lösen wir alle gemeinsam, alle Länder gemeinsam, oder wir lösen es gar nicht. Genau. Und deswegen ist es eben so wichtig, vielleicht als kleinen Nebeneinschub hier, dass es Länder gibt, auch die vorangehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Deutschland auch versucht, alles Mögliche zu tun, um erstmal selbst den CO2-Ausstoß zu verringern. Es gibt gute Gründe, warum Deutschland es ohnehin machen muss. Das sind die historischen Emissionen, das ist die historische Verantwortung, weil Deutschland hat zwar nur 2% Anteil an den weltweiten Emissionen, aber wenn man fragt, wer hat das Zeug da oben reingebracht, da ist der Anteil Deutschlands viel größer. Da sind wir unter den Top 5 derjenigen, die das Problem verursacht haben, das wir heute haben. Ja, aber das war nur ein kleiner Einschub. Also wir brauchen eine globale
globale Energiewende. Mhm. Und eins habe ich ja deutlich gesagt, immer wieder, wir haben ja nun wahrlich kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben Energie in Massen, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist das große Problem. So. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, die Energie, die vorhanden ist, wo wir nur einen Bruchteil dessen, was vorhanden ist, wie schaffen wir es, das wirklich sinnvoll zu nutzen? So. Und das ist die große Frage. Und eins noch davor, bevor Frau Herrmann etwas sagen möchte. Ich höre immer wieder, es sei kein Geld da, es ist zu teuer. Ja? Es ist Quatsch, es ist nicht zu teuer. Es ist Geld da. Wir sehen es ja immer bei Kriegen. Auf einmal ist Geld im Überfluss da. 100 Milliarden hat der Kanzler jetzt mal auf den Markt geschmissen. Ja, Sondervermögen. Eine schöne Beschreibung für Schulden. Wenn wir an den Irakkrieg denken, was die Amerikaner da auf den Markt geschmissen haben, ein paar hundert Milliarden US-Dollar mal von einem Tag zum anderen. Also Geld ist genug da. Sie haben die Mineralölkonzerne angesprochen, die formidable Gewinne machen, eigentlich schon unanständige Gewinne. Also das Geld ist da, das ist nicht das Ding. Die Technik ist da, das Geld ist da. Und die Frage ist, warum tun wir es nicht? Und diese Frage stellen mir immer Kinder. Wenn ich vor Kindern spreche, ja, dann, und das erkläre, ja, man kann ja Sonne nutzen und Wind nutzen und so weiter, ne, und das kostet ja eigentlich auch nichts, ne, dann gucken die mich immer mit großen Augen an. Und warum machst du das denn nicht? Warum machst du es nicht? Sie sagten gerade Kinder. Klein kommen nicht weiter. Der Übergang zur Milchmädchenrechnung ist relativ einfach. Kommt nämlich Frau Herrmann. Und ich weiß, wir haben nach der letzten Sendung, schon ein paar Tage her, haben Sie davon erzählt, dass Sie gerade ein größeres Buchprojekt vorbereiten. Irgendwann im Herbst, glaube ich, wird es dann auch noch mal soweit sein. Und ich war sehr gespannt darauf. Und so einen kleinen Gedanken können wir heute schon mal diskutieren. Sie sagen, es ist eine absolute Milchmädchenrechnung zu glauben, dass Ökoenergie im Überfluss zur Verfügung stehen kann. Das heißt, Sie sagen, das, was Herr Latif anspricht, wir brauchen systemische Veränderungen. Wir müssen uns auf etwas ganz anderes einstellen. Wir müssen Prämissen verändern. Wir müssen die Leute einschwören, tatsächlich auf Verzicht. Das Thema, das wir auch im Zusammenhang mit dem Tempolimit zum Beispiel hatten. Und deswegen ist das eben nicht nur eine Symboldebatte. Sie sagen, darüber müssen wir sprechen und das tut keiner. Ja, genau, weil also Herr Latif hat natürlich recht. Die Sonne schickt sehr viel Energie auf die Erde. Das sind 5000 Mal mehr Energie, Sonnenenergie kommt hier an, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden wie im Westen. Nur das Problem ist, das kennt ja jeder, die Sonnenenergie an sich nutzt uns ja noch gar nichts, sondern wir müssen sie einfangen. Und dafür gibt es Solarpaneele und Windräder. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Das heißt, man muss die gesamte Wirtschaft auf Ökostrom umstellen. Nur den kann man klimaneutral herstellen. So, und um mal zu sehen, was das bedeutet, nur eine Zahl. Im Augenblick ist es so, dass die Windenergie in Deutschland, und das ist die zentrale Säule der Energiewende, macht 5,4% des Endenergieverbrauches aus im Augenblick. Da sieht man also, wie viel wir noch umstellen müssen. So, und dann gibt es das Problem, das auch jeder kennt, der Wind weht nicht immer. So, und dann muss man für die sogenannten Dunkelflauten vorbeugen, also Speicherkapazitäten schaffen. Das sind entweder Batterien oder Wasserstoff. So, jetzt muss man mal festhalten, dass der grüne Wasserstoff... Oder Wasserspeicher, ne, gibt es ja auch. Ja, also in Norwegen zum Beispiel. Ja, das bringt aber nur was für wenige Stunden, das kann man eigentlich vergessen. So, wenn es aber lange Flauten gibt, dann braucht man lange anhaltende Speicher und das kann nur eigentlich grüner Wasserstoff sein. Also um mal das Problem zu schildern, 2021 war ein sehr, sehr schlechtes Windjahr, weil zwischen Januar und März gab es viel zu wenig Wind, also jedenfalls weitaus weniger als im Durchschnitt. Hätten wir jetzt eine komplett auf Ökoenergie umgestellte Wirtschaft, dann wäre das die Katastrophe, wenn plötzlich kein Wind da ist. Das heißt, man muss speichern. Und diese Speichertechnologie ist aber aufwendig und teuer. Das ist jetzt kein Grund zu sagen, wir machen keinen Klimaschutz, denn da hat Herr Latif ja recht. Man kann hier nicht die Erde aufheizen, bis man da nicht mehr leben kann. Aber das zeigt, vor allen Dingen das Speicherproblem, dass man jetzt nicht damit rechnen kann, dass man grenzenlos Ökoenergie zur Verfügung hat. Jetzt ist aber das Problem, dass der Kapitalismus, in dem wir leben, ständig Energie braucht, um auf volle Kanne zu funktionieren. Und er braucht diese Energie auch immer. Wenn man aber feststellt, und das glaube ich, das zeige ich auch in dem Buch, warum das so ist, dass Ökoenergie knapp bleiben wird, dann heißt das in aller Härte, grünes Wachstum gibt es nicht. Sondern worauf wir rauslaufen, ist grünes Schrumpfen. So, und Kapitalismus kann aber nicht schrumpfen, weil der Kapitalismus bricht zusammen, wenn es kein Wachstum mehr gibt. So, das heißt, die Aufgabe, vor der wir stehen, und das ist dann auch die Antwort auf die Kinder, warum sich nichts tut, ist,
wie können wir aus dem Kapitalismus aussteigen, also aus dieser permanenten Wachstumsmaschine. So, und da kommen dann nur noch Modelle in Frage, wie beispielsweise die britische Kriegswirtschaft ab 1939, also staatliche Steuerung, Rationierung und so weiter. Das ist ein völlig anderes Modell. Aber darüber wird überhaupt nie geredet. Also man kann das vielleicht so, dann höre ich auch auf, darstellen. Nee, das Grundproblem, also hier haben wir den dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch immer weiter wachsen muss, damit er nicht in eine schwere Krise gerät und Millionen von Leuten arbeitslos sind. Und hier haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, die viel kleiner ist, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und die klimaneutral wäre. So, und die einzig ungelöste Frage, die gar nicht diskutiert wird, ist, wie kommt man aus diesem riesigen Kapitalismus, der auch noch wachsen muss, in diese kleine, etwas kleinere Kreislaufwirtschaft? Diese Frage ist ja genau jetzt, vor 50 Jahren, aufgeworfen worden. Club of Rome. Ja, aber der die hat keine Grenzen, Antwort gegeben. Nee, genau. Ich habe auch gesagt, die Frage ist aufgeworfen. Die Frage ist aufgeworfen worden. Die Grenzen des Wachstums, ja, jetzt 2022, genau 50 Jahre später. Und das ist natürlich die Gretchenfrage. Ne? Wir haben ja nicht nur in Anführungsstrichen das Klimaproblem. Wir haben ja im Allgemeinen das Nachhaltigkeitsproblem, Ressourcenproblem. Das heißt tatsächlich, wir müssen versuchen, mit weniger auszukommen, langfristig. Aber um nochmal auf das Klimathema zurückzukommen, ich meine, man kann tatsächlich, und das haben ja die Sachverständigenräte, die sind ja viel mehr Experte als ich, das haben die ja alles ausgerechnet, man kann tatsächlich Deutschland klimaneutral bekommen und man kann es, wenn man es will, tatsächlich auch schaffen, die deutschen Klimaziele, also sagen wir mal so ganz grob bis 2045, 2050 klimaneutral zu werden. Es ist möglich. Die Frage meiner Meinung nach ist tatsächlich, und ich gucke jetzt mal nicht in diese Richtung, weil der arme Mann wird ja hier immer die ganze Zeit gehauen, es fehlt der politische Wille. Ja? Es fehlt einfach der politische Wille, diese Dinge anzugehen, und man könnte viel mehr machen. Nur ein Beispiel, um wieder auf den Verkehr zu kommen. Wir sind heute im Verkehrsbereich immer noch auf dem Stand von 1990, was die CO2-Emissionen angeht. Das ist doch geradezu lächerlich, muss ich sagen. Wir haben, also im Grunde beantworten Sie doch eigentlich gerade sozusagen die Frage, die Frau Herrmann aufwirft. Frau Herrmann macht es fest oder beispielhaft erklärt sie es am Flugzeug. Wenn Flugzeuge neuen Typs auf den Markt kommen, verbrauchen die in der Regel 20% ungefähr weniger. Ja, oder sogar 30%. Treibstoff, so. Aber wir kommen nicht runter mit den Emissionen. Nee, genau. Also, warum ist das so? Ja, das ist ja ganz klar. Also die Leute denken immer, wenn sie Energiesparen hören, dass das eine völlig neue Idee wäre, gerade heute erfunden. Aber in Wahrheit ist es so, dass Energiesparen gehört zum Kapitalismus. Seitdem dieses System existiert, versuchen die Unternehmen permanent, die Effizienz zu steigern, weniger Rohstoffe, weniger Energie zu verbrauchen, um die gleiche Menge von Gütern herzustellen. Und dann ist natürlich das Ergebnis, wenn ich weniger Energie verbrauche, und das ist zum Beispiel typisch beim Flugzeug, dann wird es ja billiger. Jeder kann da mitreden, der sich erinnert, wie die Ticketpreise nach Mallorca gefallen sind. So, und dann ist aber das Ergebnis natürlich nicht, dass ich weniger fliege, sondern ich fliege mehr. Und am Ende ist es so, dass die Energieeffizienz nicht dazu führt, dass man Energie spart, sondern dass es Wachstum gibt. Und das Flugzeug ist dafür ein wunderbares Beispiel, weil allein bis 2050, ne, soll sich der Flugverkehr weltweit noch mal verdreifachen. Und das muss einem klar sein. Dass das heißt, wir sparen einerseits mit besseren Maschinen. Das ist ja genau der Rebound-Effekt. Rebound-Effekt, nennt man das. Und da müssen wir eben genau ansetzen. Also man muss tatsächlich die Effizienzgewinne dann auch irgendwie besteuern, was auch immer. Aber was bedeutet das? Dass genau das eben nicht passiert. Ja, genau. Und dabei muss man aber eine Sache noch, wir dürfen eben immer nicht die soziale Frage aus dem Auge verlieren. Wir müssen es wirklich hinbekommen, dass alle Menschen ein auskömmliches Leben haben. Aber trotzdem mit relativ wenig Ressourcen auskommen. Wir hatten noch gerade den deutschen Erdüberlastungstag. Das heißt, wenn alle so leben wie wir Deutschen, dann hätten wir ab jetzt seit ein paar Tagen, würden wir schon auf Kosten der Reserven der Erde leben. Ja? Das heißt also, die Erde kann das jetzt gar nicht mehr. Mitte Mai. Genau, Mitte Mai. Ja? Geben wir eine Schuld ein, wenn man so will. Genau, ja? Und das zeigt einfach, dass wir Deutschen einen unendlichen Ressourcenverbrauch haben, der überhaupt nicht übertragbar ist auf den Rest der Welt. Deswegen, ich bin ja ganz bei Frau Herrmann, wir müssen runter. Ja, die Frage ist aber tatsächlich... Lassen Sie uns doch mal das böse Wort in den Mund nehmen, Herr Latif. Ja. Wir reden dann über Verzicht. Nein, genau, wir reden nicht über Verzicht. Nein, Sie können es Verzicht nennen, ich nenne es Gewinn. Ja, wir haben Gewinn an Lebensqualität. Ich glaube, wir können mit weniger wirklich viel mehr erreichen. Nur ein Beispiel, warum das so ist. Lebensmittel.
Wieso schmeißen wir ein Drittel aller Lebensmittel weg? Das kann doch wohl nicht angehen. Ja? Wieso fahren hier in Hamburg riesen SUVs, ja, wo ich als Fahrradfahrer dann immer aufpassen muss, dass ich nicht umgefahren werde? Ja? Weil die passen ja kaum durch die engen Gassen. Das sind doch die Fragen, über die wir reden müssen. Wenn Sie sagen, das ist Verzicht, dann ist es Verzicht. Ja, ich finde, es ist ein Qualitätsgewinn. Aber das hat doch ökonomische Folgen. Also um das jetzt mal deutlich zu machen. Ich bin auch dafür, dass man das Autofahren stark beschränkt. Aber das heißt ja, was passiert denn mit den Leuten, die in der Automobilindustrie arbeiten? Das sind 1,75 Millionen in Deutschland, direkt und indirekt. Oder um das nochmal bei den Flügen zu machen, weil das da besonders krass ist. Es gibt keine Möglichkeit, und zwar keine Möglichkeit, klimaneutral zu fliegen. Das wissen Sie ja als Klimaforscher am besten, weil die Kondensstreifen immer bleiben werden, auch mit E-Kerosin und Kondensstreifen, die Erde auch erwärmen. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, fliegen ist nicht mehr. Jetzt ist es aber in Deutschland so, dass 850.000 Menschen direkt oder indirekt mit der Flugzeugindustrie verbandelt sind. Und für die braucht man Lösung. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, und dann fliegen wir alle weniger, sondern man muss sich dann, dann muss man ein Konzept haben, was man mit diesen Menschen macht. Und diese Art von Konzept, die fehlt bisher. Genau, ja. Sie haben völlig recht, aber das Problem ist ja, deswegen habe ich es ja vorhin das gesagt. Das kommt auch nicht von den Klimaforschern. Nee, das Problem ist, und ich habe es erwähnt, dass wir 30 Jahre lang geschlafen haben. Ja, ich sagte ja, wir sind heute im Verkehrssektor immer noch da, was die Treibhausgasemissionen angeht, wie wir 1990 gewesen sind. Und das, finde ich, kann man jetzt uns Klimaforscher nicht vorwerfen. Wir haben ja wirklich sehr gut kommuniziert. Das Thema ist ja schon vor weit über 30 Jahren im Deutschen Bundestag gewesen. Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir jetzt irgendwo versuchen, die Trümmer wegzuräumen, die wir jetzt die wir da jetzt haben. Lassen. Genau. Ich muss an der Stelle die Sendung schon, abräumen, weil trotzdem, wir über der Zeit sind. Wir müssen einfach gucken, dass wir nicht alles der Wirtschaft unterordnen. Das ist einfach mein Punkt.